Hallo? Jo, grüß dich, mein Lieber. Ging ja schnell. Einen Moment, Ja, kein Stress. Lautsprecher ist. Kein Stress. So. Hi, hallo an die Zuschauer im Chat und alle, die das Video sehen werden, und Grüße auch an dich. Danke. Hat ja eine Weile gedauert, bis wir zusammengefunden haben, oder? Ja, leider, ich muss sagen, ich hatte viel Stress in letzter Zeit, Okay. bedingt halt durch Freundinnen und so. Ja. Und durch die Arbeit. Und deswegen konnte ich, also ich habe darauf schon geachtet, aber an dem Tag, auf einmal war der Tag schon gekommen und dann hast du einfach die Nachricht geschrieben und ich dachte mir, scheiße, ich bin jetzt im Gebiet und kann jetzt nicht mehr leider den Stream teilnehmen. Also ich habe ich arbeite halt als Außenvertriebler. So, deswegen, ja, habe ich auch geschrieben. So. Naja, kein Stress, mein Lieber. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir ja schon, ich habe gerade mal nachgeschaut, seit Anfang Dezember letzten Jahres in Kontakt stehen. Und darum freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist. So, Ja. und pass mal auf, jetzt geht's hier voll rund. Ich habe den Stream ja genannt, Corona hat mich drogenabhängig gemacht. Genau, das ist richtig. Dann geht's jetzt los. Warum Ja. sagst du das so? Weil ich halt zur Schule gegangen bin, jetzt in der Corona, als halt die Pandemie angefangen hat, 2020 war das. Ja. Warum bin ich so aufgeregt irgendwie? Kein Stress. Du telefonierst nur mit mir, es schaut keiner zu. Ach so, ist es Nee. gar nicht live? Doch, doch, das war jetzt ein Scherz. Wir sind live, wir sind live. Ja. Fang Nee, auf einfach an jeden zu Fall. erzählen, Buddy. Ja, los. Ja, also ich würde gerne davor erzählen, so ganz kurz zusammengebrochen, wie mein Leben eigentlich mit der Drogenkarriere so mäßig aussah. Genau, also ganz kurz nochmal, Manuel. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wenn du heute nicht fertig wirst, machen wir gerne noch einen zweiten Stream. Fang dort Ja. an, wo du denkst, es ist Also. wichtig, dass wir das verstehen. Ja. Also musst du dir vorstellen, ich komme eigentlich so aus einem relativ guten Elternhaus, so wir waren jetzt nicht reich, aber halt Mittelschicht, würde ich sagen. Wir haben damals im Dorf gelebt, das ist im NRW, an der Grenze von Holland. Oh. Und da bin ich eigentlich ganz gut aufgewachsen, das war eine Kleinstadt. Und bin da zur Grundschule gegangen, die ersten 2 Jahre. Ja, und da habe ich eigentlich noch nicht so viel mit Drogen Kontakt gehabt. Aber dann fing es dann in der halt weiterführenden Schule damit an, halt Zigaretten zu rauchen. Dann haben wir einfach so eine Zigarette von der Straße aufgehoben und ich habe die halt angezündet. Es war so ein Stümmel und Nikotin hat dann voll reingekickt so. Also wie als ob man high wäre manchmal. Kennt man ja auch, wenn man nachher mal aufstehen eine raucht oder so. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ja schon nice, was man so anstellen kann jetzt mit seinem Kopf. Ja, Also, und das dann. finde ich gerade interessant. Ich entschuldige, wenn ich da gerade mal einsteige. Also, dieser Nikotinflash hat dich Ja. damals schon abgeholt. Ja, das. Ja, Da, voll, ja, okay. voll. Also, ich war richtig, als ob ich mich von meinem Kopf irgendwie von unten sehen würde. Ja. Ja, Wie und alt das. warst du da? Da war ich 12 Jahre alt. 12 Jahre, okay. Ja. Ja, weiter. Ja. Und ich habe auch nicht gekotzt oder so, weil das war halt wirklich schon ein Stümmel. Ja, und dann wollen wir erstmal Zigaretten holen. Da waren wir so eine Kneipe, wo es einen Automaten gibt. Ohne Ausweis kann man Zigaretten bekommen. Da war ein Fußballspiel da. Und dann, weil da halt so viel Lärm war, konnten wir da easy rangehen mit 12 Jahren. Haben uns da Kippen geholt, halt Schachtel geraucht dann. So, dann war ich schon mal Raucher. Also ich rauche ungefähr seit ich 12 bin, nicht immer halt viele Kippen am Tag, aber halt jetzt mittlerweile schon mehr. Auch gerade als dann die Chemie dazu kam, braucht man halt viel mehr, finde ich. Ja, das kenne ich. Ja, und dann fing es in der 5. Klasse an mit Bier. Oh, In der okay. Schule trinken. Also wir waren richtig. Ich hatte einen Kollegen damals getroffen in der weiterführenden Schule. Das war auch eine. Das heißt Liebfrauenschule Mühlhausen. Also das ist. Erzähl Wir nicht haben. so viel, erzähl nicht so viel, mein Ach Lieber. so. Das ist anonym hier alles, ja? Oh. Ja, weiter. Ja. Ich sag's dir nur, ich sag's dir nur, ja. Gut, weiter, weiter. Auf jeden Fall war es eine Nonnenschule, also bischöflich Ja, und christlich. privat. Genau. Internat, ja. Ja. Aber ich und mein Kollege waren einfach so Typen, die einen Fick drauf gegeben haben. Wir waren so richtig, wir wollten so Rebellen sein. Anti, Hauptsache Anti. Genau. Ja. Ja, weiter, weiter. Und ja, dann haben wir da Bier getrunken.
Mädchen haben uns verpetzt. Wir haben erstmal Anschiss bekommen. Wir waren richtig verhasst auf dieser Schule. Später sind wir auch davon weggegangen. Der jetzt auch. Wir haben Tadel kassiert, heißt das. Darf ich kurz was fragen? War das eine Privatschule? Mussten deine Eltern was dafür zahlen? Genau. Ja. Oh, okay. Monatlichen Beitrag halt von Förderverein oder was auch immer. Okay. Ja, dann waren wir da schon mal fast auf jeden Fall. So, es geht aber mehr jetzt hier um die Substanz, die ins Spiel kam Ja, und jetzt. weiter. Alles gut. Was ich mich jetzt gleich mal frage, ist, was meinst du denn heute? Woher kam dieser Drang zur Rebellion, zum Anti-Sein? Was war das? Ich weiß nicht, ich bin halt meiner Mutter aufgewachsen. Ja. Mein Vater hat eine eigene Familie gegründet mit zwei Kindern. Okay. Ist auch leider verstorben. Okay. Aber der hat uns verlassen, seitdem ich zwei bin. Also du hast ihn nie wirklich als Vater gesehen. Nicht richtig. Aber eine Zum Vaterfigur hat halt gefehlt, ja. Ende wollte ich dann Kontakt mit ihm aufbauen, gerade als ich älter geworden bin und reifer. Und dann hat er sich umgebracht mit Schlaftabletten im Garten. Wie alt war der da? Der war Mitte 50. Weißt du, warum er das getan hat? Er hatte eine bipolare Störung, manische Depression. Ah, okay. Das habe ich auch in meinen Genen. Aber ich weiß halt echt so, das ist auch eigentlich mit Kiffen und so, kann es ja verstärken, die Psychose. Aber so, ich fühle mich eigentlich, als ob ich relativ normal alles überblicken könnte und reflektiert bin über mein Leben. Und ich verstehe es auch nicht. Er hatte zwei Kinder. Ja. Und Wann dass war er auch das? noch Wann vor war allem mit das? Wann Schlaftabletten sich. Das war war das? 2019. Oh, noch gar nicht so lange her. Nee. Das hat Okay. aber auch, das war aber voll überraschend. Meine Oma hat mich damals angerufen und meinte, Jonas, ich muss. Ja, Scheiße. alles. Manuel, ich muss dir sagen. Mein Vater ist gestorben und ich dachte mir erstmal so, scheiße, krass, einfach krass nur. So, wie mein Vater ist gestorben. Ja, der hat sich einfach umgebracht. So, als ich ihn immer getroffen habe, der kam mir nicht vor, als ob der jetzt sonderlich irgendwie voll die Depression hat oder so. Sondern der brauchte immer eine Beschäftigung. Mal war der handwerklich begabt, dann war der im Garten wieder aktiv, wollte ein Baumhaus bauen mit uns. So auch, als ob man drauf wäre, so diese Gedanken, da hat er voll gemacht. Aber der ist eine relativ intellektuelle Frau, also was heißt relativ, die war ist eine Uniprofessorin. Die neue Frau Ja. deines Vaters. Genau. Und hat auch ein Buch geschrieben. Und die hat ein Haus in Dortmund, sage ich jetzt einfach mal. So, ist ja scheißegal, eigentlich die Daten. Ist mir auch egal, ob das jetzt irgendjemand mitbekommt. Mach dir nicht so So. viel in den Kopf, meine. Weiter. Mach ich auch nicht. Ja, dann war das halt gewesen. Ist jetzt irgendwie schon. Ja, es ist einfach, ist krass. Ich kann es immer Ja gut, realisieren. weiter. Also dein Vater ist gestorben, du warst in der Oberschule oder Internat, wie man immer das auch nennt, und bist dann von dem Internat Nee, das war ja weggegangen. früher. Das war ja dieses mäßig, also es ist ja kein Internat, es war eine Gymnasium Okay. halt. Das war die 6. Klasse. Danach bin ich nach der 7. Klasse umgezogen Ja. nach Essen. Ja. Sorry, dass ich eher sage, das ist irgendwie immer, wenn man irgendwas sich da vorgenommen hat zu erzählen, kriegt man sich so raus. Auf jeden Fall sind wir nach Essen gezogen und dort bin ich dann auf eine Gesamtschule gegangen. Und zu der Zeit wurde ich halt gemobbt da erstmal, als ich da ankam. Weil ich kam halt vom Dorf in eine relativ Großstadt. Dementsprechend, ja, da waren auch viele so Ausländer, was halt bei uns im Dorf nicht gab damals. Ja, und dann kam ich halt mit der Art erstmal nicht klar. Was ist da genau passiert? Wie wurdest du gemobbt? Ja, ich war ein bisschen fetter zu der Zeit, also dicker. Oh, Scheiße. Warte mal kurz. Naja. Life is life, meine Lieben. Bin gespannt, was man noch so erlebt hier manchmal in den Streams. Ja. Sag bitte. Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir stehen geblieben nochmal? Also es gibt erstmal eine Frage, soll ich die gleich mal stellen? Ja.
Gab es in der Privatschule Ausgrenzungen wegen dem sozialen Stand? Ja, gab's. Also da waren ziemlich reiche Leute, aber die haben viele Drogen da genommen auf der Schule, weil reiche Leute sind ja, also die Kinder nehmen ja viele Drogen eigentlich auch, denke ich jetzt Ja, die haben mal, die Kohle so dafür halt, ja. von Rap, ja. So, die wollen einfach diesen Lifestyle leben, weil die halt schon alles im Überfluss haben, so. Denke ich mal einfach, ja. Und ich wurde halt angesehen als irgendeiner, der halt eine relativ arme Mutter hat. So alleinerziehend dann auch noch. Kein Haus, kein Vater jetzt, der da wirklich auch noch für Einkommen sorgt. Und ja, die haben auch gesagt, du packst das nicht, du wirst fliegen. Ich dachte, nee, ich zieh das durch, ich mach Abi. Was ich dann im Endeffekt nie geschafft habe und dann halt nach umgezogen bin, dann nach Essen. Ja, und dann fing es dann an. Genau, und dann waren wir ja stehen geblieben, dass du auf die neue Schule gekommen bist und wurdest dort Genau, da gemobbt wurde ich gemobbt. und ich hatte gefragt, wie sah das Mobbing aus? Ja, da war ich halt dicker zu der Zeit, hatte eine Genau. Brille. Ja, und hatte, ich muss sagen, ich habe einen relativ guten Klamottenstil so. Also für meinen Geschmack, aber das finden auch andere, würde ich sagen. Und ja, ich war halt, keine Ahnung, man kann mich nicht einschätzen. Das sagen auch viele zu mir, man kann mich nicht einschätzen, was ich für ein Typ bin. So, ich bin nicht normal als viele Durchschnitt. Auf jeden Fall konnten die mich auch nicht einschätzen. Ich konnte zwar mit denen reden, aber da kam irgendwie nur Scheiße bei rum und da haben die mich halt gemobbt. So deutscher Vetter, halt, was man so hört. Heutzutage ist es ja normal, was man so hört, ne? Auch an Berliner Schulen oder so. Ich weiß Ja, nicht, wie es bei euch ist im Osten. naja, gut, Da habe ich leider gar keine Ahnung. also wir können da, also ich bin ja jemand, der solche Themen auch gern anspricht. Also ich, meine Ja. Frau ist ja selbst Migrantin, aber kenne eben auch um die Tabus in diesem, ja, in unserem Land, die nicht so gern gesehen sind. Also, weil, Ja, ich bin kein Rassist, also das hat naja, sich ich weiß komplett schon. geändert. Das hat sich komplett geändert, seitdem ich wirklich hier jetzt aktuell seit ungefähr 2 Jahren, wie ich seit 2 Jahren lebe. Da habe ich mein ganzes Aber man Leben. muss schon sagen, dass du als Deutscher, und ohne das jetzt so herauskehren zu wollen, aber es ist einfach mal ein Fakt, gemobbt wurdest, letztendlich rassistisch sogar gemobbt wurdest, weil du halt ein Deutscher bist. Ja, das ist krass. Ja, ne, das ist nicht krass, das ist Realität und Das ist wird scheiße. aber leider Gottes viel zu wenig thematisiert, finde ich. Genau, weil ich verstehe auch nicht, warum das so wenig kritisiert wird. Weil eigentlich ist das ja natürlich voll scheiße, wenn man Das darüber ist nachdenkt. menschenfeindlich. Und ich meine, wisst ihr, ich gebe meinen Senf jetzt mal dazu. Genau wie Antifaschismus darf eben Antirassismus keine Ausnahmen kennen. Weißt du? Und ich meine, wenn wir gegen Rassismus aufstehen, was völlig okay ist, dann müssen wir gegen jeden Rassismus aufstehen, auch wenn er sich Ja. gegen Deutsche richtet. Und ich finde Ja. allgemein schon das Wort Kartoffel, wenn ich damit einen Deutschen bezeichne, finde ich einen rassistischen Begriff. Ja. Ja, Russen essen natürlich auch Kartoffeln. Ja, nee, aber zu Russen sagt man ja nicht Ja. Kartoffeln. Weißt du, was ich Ja. meine? Man sagt Ja. Almans, Kartoffeln, Ja, Schweinefleischfresser, Almans. wie auch immer. Ich Als meine, Deutscher. naja, klar, aber. Nazi, Nazi. Ja, Das ist das, ja noch also, schlimmer. naja, gut, das ist Direkt in natürlich. Deutschland, wenn man Deutschen sieht, als Nazi zu betiteln, gibt es auch hier viel im Ruhrgebiet. Ja, das ist aber. Scheiße. Ja, das ist Also total extrem, dämlich und letztendlich ja. eine ekelhafte Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Und das Holocaust, aber wir kennen ja solche Leute. Wollen wir jetzt gar nicht drüber reden? Ich bin Nee, da. aber was ich noch mal sagen wollte, jeder Mensch sollte ja eigentlich tolerant sein. Und die sind ja auch dafür, Na wir klar. wollen ja nicht diskriminiert Na werden. genau. Aber dann uns zu diskriminieren, obwohl sie halt in unserem Land sind. So, und ja, aber scheiß drauf. Naja, gut, also das kann man jetzt auch nicht Was heißt so. unser Land? Ja, Ne, das stimmt eben, ja die eigentlich sind ja nicht. auch hier geboren. Weißt du, was ich meine? Aber ich So, sag's Ausländer mal, sind auch ja. Es gibt, nee, meistens Moment, es korrekt, gibt nicht die sehr korrekt. Ausländer. Zum einen, es gibt nicht die Ausländer, genauso Ne, wenig wie gibt's. es die Deutschen Überall gibt. gibt's Arschlöcher. Genau. Aber ich weiß Was ich schon. empfehlen kann, LG Integration soll, das ist das heftigste Lied, was so was angeht. Wenn man das, dann checkt man direkt die Lage in Deutschland. Und Ja. der bringt das so gut rüber. Das ist halt erstmal so ein Türke und ein Nazi halt, und am Ende sagt er halt seine Meinung dazu. Und er bringt das so gut halt rüber, dass die Türken sich integrieren sollen und die Deutschen halt auch einfach die Türken akzeptieren sollen.
Und Du, Buddy, ja, sorry, wir schweifen ein bisschen wir ab. schweifen ein bisschen ab, aber ich will noch eins sagen. Es ist schon viel dazu getan, wenn man eben nicht sagt, die Deutschen und die Türken, weil es gibt bei den Deutschen Vollpfosten und bei anderen ethnischen Gruppen auch. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, Und mir fehlen gerade ein jeder. bisschen die richtigen, eloquenten Worte Naja, irgendwie. pass auf, und jeder Mensch verdient ja eine Chance. Und wenn der Mensch mir gegenüber halt ein Vollidiot ist, dann ist es halt ein Vollidiot. Und das ist erstmal egal, wo der herkommt. Gut, Ja, ich aber. denke so viel an die alte Zeit zurück, weil da war es halt echt asozial für mich. Ja klar, Naja, kann ich, auf das jeden bin ich Fall. völlig bei dir und das hat natürlich auch in dir Wunden gemacht. Und ich Ja. gehe jetzt noch weiter und diese Wunden waren so intensiv und konnten nicht wirklich heilen, weil es eben ein Thema ist, was du, naja, was man dir als Deutschen nicht zugesteht. Weil der Slogan ist ja, auch Mittlerweile schon. heutzutage, lass mich kurz ausreden, auch Ja. heutzutage noch, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Wird ja auch gesagt. Ne? Aber Ja. das wird jetzt einfach zu komplex, weil da müsste man jetzt erstmal eine Definition machen, was ist Rassismus. Und ich meine, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, ist natürlich eine Art von Ja. Propaganda, das sozusagen. Natürlich haben Weiße vor 100, 200 Jahren die halbe Welt kolonialisiert und haben da viel Verbrechen gedacht. Aber gut, pass auf. Punkt. Im Endeffekt ist jeder Mensch für mich ein Mensch. Natürlich. Mittlerweile so, denke ich ganz anders eigentlich darüber nach jetzt. So, ja. Aber lass erstmal. Genau, aber um den Turn jetzt wieder zu kriegen, also bedingt durch dieses Mobbing, Ah da ja, waren wir stehen geblieben und jetzt geht's weiter. genau. Das war ein Jahr, wo ich auf dieser Schule war. Und am Ende des Jahres, da hatte ich leicht so mich angefreundet mit ein paar Leuten. Da fing es halt an mit so irgendwelchen Apps wie Instant Buttons. Da kennst du diese App, wo man Nee. so auf den Button drückt, da kommt so ein Furzgeräusch oder so. Also, Auf jeden Fall haben wir okay. das im Unterricht dann abgespielt bei Lehrern, haben uns so totgelacht. Und dann fing es an, dass ich so den Reiz daran gesucht habe, so Lehrer, ja, einfach der Klassenclown zu spielen, so. Dann wurde ich so ein bisschen gestärkt in meiner Männlichkeit, würde ich sagen, oder keine Ahnung, was Deiner es ist. Macho-Art. Genau, ja, zum Beispiel. Weil, was ist männlich? Also, also das ist Ja, in deiner, sage ich mal, jugendlichen Sturm- und Drang-Phase, genau, so, ja. Rebellenart. Genau. OG. Ja. Ja, dann wurde ich dann ein bisschen anerkannt sogar, weil ich halt die ganze Scheiße gebaut habe und das wurde halt voll abgefeiert bei denen. Du Weil hast wir waren dich eine für an, du hast Sportklasse, dich alle für, waren. du hast dich für andere zum Clown gemacht. Genau, und das Schlimme war, wir waren Sportklasse und ich war halt fett, so muss man sagen. Und ja, wir haben Fußball gespielt, da war ich auch nie so gut drin früher. Und dann war es halt am Ende dann so, dass ich da von den Deutschen in der Klasse dann, die auch cool waren da, wurde ich dann halt gemocht. So. Und das waren auch gute Freunde bis jetzt noch fast. Seitdem ich aber jetzt Drogen exzessiv nehme, sind die auch nicht mehr meine Freunde. Also, erstmal wurde ich gemobbt von dem einen und jetzt war ich mit dem Best Buddy so mäßig. Und dann, wegen diesen Drogen, hat sich getrennt. Aber das erzähle ich jetzt alles noch. Ja, genau, nicht so Das schnell. wird noch ganz krass, Ne, aber lass dir ja. Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Und wir machen auch gerne noch zwei, drei andere Streams. Also, pass auf, ich gebe dir mal einen Tipp. Nimm dir jetzt mal eine Zeitspanne aus deinem Leben vor und die So, bereden okay, wir jetzt. Weißt du? ja. Also, danach bin ich halt nochmal in Schule gewechselt, weil ich habe mich halt beworben auf eine andere Schule, die war auch besser. Das war eine Schule ohne Ausländer, weil die bischöflich ist, da waren nur Schwarze. Heißt, Ah ja, verstehe. und es war so eine geile Schule, es war eine geile Zeit. Ich habe da erstmal wurde ich ja 2 Tage lang nicht ernst genommen, aber dann habe ich mich angefreundet und dann waren wir halt eine richtig coole Clique so. Und dann Darf fing ich es mal dann an. fragen, warum du immer in solche religiösen Internate gegangen bist, in Schulen? Gibt es da irgendeinen Oh. Familienhintergrund? Nee. War Zufall. Also, ja, meine Mutter wusste, dass ich gemobbt worden bin und hat Ja. dann auch dementsprechend sowas halt gesucht, Okay. was halt ein bisschen, ja, halt so ist, ohne dann, ja, da dürfen halt auch keine Moslems rein, was halt bischöflich ist, ne? So. Ja, da waren halt da alles Deutsche, Engländer, sowas halt und dann halt die Schwarzen, die auch Christen waren. Das heißt, Schwarze halt die Ich weiß farbigen schon. Menschen. Ja. Ja. Wir wissen, komm, Aus einfach München weitermachen musste, jetzt ja, hier. genau. Ja, und die waren aber korrekt, also komplett. Ich feiere farbige Menschen so sehr ab, auch die Musik von denen. Auf jeden Fall, dann fing es an mit
einer Mitschülerin aus meiner Klasse, die war Junkie, sage ich so, wie es ist. Die war 15 oder so zu der Zeit und war schon auf Teilen, auf Gras. Hat mir erzählt vom 30-jährigen Freund, die die angeblich hätte und so. Und das war voll die Geschichten da. Und dann bin ich mit der, habe mich irgendwie angefreundet in der Raucherecke, weil ich dann zu der Zeit ja auch geraucht habe schon. Und in der Raucherecke gab es auch welche, die haben schon da Pep gezogen zu der Zeit. Ich wusste nicht genau, was es war. Aber einfach in der Raucherecke steht da eine und macht sich da das klein und sagt, ich bin wach, ich muss wach bleiben jetzt, damit ich hier noch das überstehe, die Schule so. Und wir stehen da rum, rauchen alle. Und ja, für manche war es normal irgendwie. Dachte ich mir so, okay, krass. Essen ist ja ganz anders. Und dann. Also man kann es so beschreiben, von außen alles Schein und alles super duper, aber wenn man dann drin ist, sieht man erstmal, dass 15-Jährige da im bischöflichen Internat erstmal die Leinen Pep wegziehen. Ja, Okay. ich denke, Ist auch abgefahren, das wird auf jeder Schule gemacht so, aber ne? das denkt man halt da erstmal nicht. Hm. Hm. War nicht so bischöflich, dass es jetzt streng gläubig ist. Wir hatten halt alle 2 Wochen mal einen Gottesdienst. Hm. Aber es war jetzt vom Leitmotiv halt eher sehr, ja, bestimmt christlich, so mit Liberal. den Werten und so. Ja, Liberal. liberal, ja, genau. Mein Klassenlehrer war auch ein richtig krasser Mensch, würde ich sagen, weil, ja, der hatte eine Aura. Der war in Amerika ein Jahr lang in seinen 20ern, meinte der. Hat viel erlebt, hat mir viel beigebracht auch. Und würde ich sagen, hat mich auch ein bisschen, Geprägt. wollte mich zu vernünftigen Menschen machen. Der meinte, ich bin da, war ein Klassenclown, weil ich davor halt nur, ich kannte nur, wenn ich jetzt Scheiße baue, dann werde ich jetzt gefeiert. So in der Klasse. Ja. Ah, du hast einfach durch ihn auch mal eine andere Form von Bestätigung bekommen. Genau, weil ich Ja. zu der Zeit auch so Texte geschrieben habe. Ich wollte provozieren. Es gab da so ein, wie hieß das, was die Ziele sind fürs nächste halbe Jahr, was man erreichen will, schulbahnmäßig. Da habe ich geschrieben, ich möchte es wertschätzen lernen, die Inhalte des Unterrichts zu verstehen und damit umgehen zu können. Da hat er gesagt, du kritisierst alles, was wir hier gerade machen. Unseren Job kritisierst du im Grunde. Und das hat, meinte, der hat sich also nicht aufgegangen, sondern ausgedruckt und dann nach Hause gelegt. Aber das war jetzt noch viel krasser, als ich gerade das gesagt habe. Aber ich konnte halt damals auch schon heftig also die Deutschsprache habe ich sehr gut beherrscht damals. Textlich auf jeden Fall, auch sprachlich mittlerweile so. Ich bin jetzt auch ein bisschen gefickt, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe Corona, aber ich bin zweimal geimpft, deswegen weiß ich nicht. Komm, Buddy, chronologisch weiter. Du bist in dem Ja. Internat, bischöfliches Internat. Wie geht's jetzt weiter? Ja, dann war ich da bis zum Abschluss. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben, alles auf Notiz, deswegen lese ich ein bisschen Ah, ab. okay. Hast du Abi gemacht, 12. Klasse? Nee, ich habe einen Realschulabschluss mit Okay. Qualifikation, also FOLQ. Ja. Und das habe ich auch geschafft. Ich dachte erst, ich schaffe das nicht, weil ich halt schon zu der Zeit gekifft habe. Ja. Aber dann habe ich es doch geschafft. Ja, ich habe halt immer auf den letzten Drücker alles gelernt, auch Kenne für ich, Deutsch. kenne ich. Ja, das Aufschieben. Auch so eine Deutscharbeit habe ich dann einfach Nacht durchgemacht mit Red Bull damals und alles da runtergeschrieben. Buddy, was ist mit deinem Empfang los? Ich verstehe dich nicht mehr. Ach so, sorry, das war mein Ja. Mikrofon. Scheiße. Auf jeden Fall, ja. Habe ich das immer alles in einer Nacht dann am Ende gemacht, wenn ich irgendwas abgeben musste. Und habe dann dafür meistens auch gute Noten bekommen. Naja. Und dann nach dem Abschluss wollte ich erstmal auf die Gesamtschule gehen, wo ich meinen Kollegen auch kennengelernt habe. Also wieder auf die Gesamtschule Horst, nur halt auf die Oberstufe dann halt. So. Dann bin ich dann doch nicht hingegangen und bin auf das Gymnasium von dieser bischöflichen Sekundarschule, das ist so ein Schulzentrum, daneben ist ein Gymnasium direkt, da bin ich auf das Gymnasium gewechselt. Da hat es mir gar nicht gefallen, das war viel zu schwer und dann habe ich dann nach 3 Wochen abgebrochen und habe mir was anderes gesucht, aber ich habe nicht gesagt, ich breche jetzt ab. Ich habe ein FSJ bekommen, meine Fresse. Halt, und dann habe ich denen hier gesagt, ich habe einen FSJ-Vertrag,
ich möchte jetzt hier halt Gehen. kündigen. Ja. Gehen, In der ja. Schule kündigen. Ja, gut, okay. Ja, in der Ja. Schule kündigen. Ja. Ja, Dann bist du ins FSJ. dann bin ich ins FSJ, genau. Das Was war war eine das? Behinderteneinrichtung. Behinderteneinrichtung, okay. Und das war nur 2 Minuten von meiner Haustür entfernt damals. Dann bin ich da morgens immer halt hingegangen. Ist ja klar, man muss ja zur Arbeit gehen. Auf jeden Fall hat es mir da gefallen. So, die behinderten Menschen waren eigentlich relativ, also sie waren alle sympathisch. Was heißt, also sie waren nett. Man kann so behinderte Ja, Menschen, sehr kindlich sind die ja. ja, manche schon. Manche sind auch, also ich hatte auch eine mit Down-Syndrom, die habe ich auch begleitet zur Chemotherapie. Oder ist, weil die hatte Brustkrebs leider. Wow, Down-Syndrom und Brustkrebs ist auch brutal. Ja. Okay. Und die war mit einem Mann zusammen, der hatte locker 200 Kilo. Hat die, entschuldige, wenn ich das so frage, hat diese Frau, die hatte nun Trisomie 21, das verstanden, dass sie Brustkrebs hat? Hat die das erfasst? Ja, klar. Ja, okay. Ja, weil die, ja, also ich musste jeden Morgen mit dem Taxi mit der zu irgendeiner Klinik fahren. Und habe mich halt immer da hingesetzt, einen Kaffee getrunken, da gab es immer so einen nicen Automaten. Ja, und ja, hab das dann halt gemacht. Was kann man noch erzählen? Ja, da war einer, der hatte Xbox gespielt, mit dem habe ich immer gezockt. Dieter hieß der. Und das war schon cool. Und die Mitarbeiterinnen waren auch alle nett. Zu der Zeit habe ich auch 400 Euro verdient. Also muss man dazu sagen, FSJ verdient mal 400 Euro. Und davon habe ich mir immer, weil ich ja da in Kempten früher gewohnt habe, das ist in der Nähe von Venlo. Ich habe auch Verwandtschaft in dieser Kleinstadt da. Und dann bin ich immer nach Venlo gefahren, beziehungsweise ein Familienmitglied von mir, und habe da immer wöchentlich meine Ration eingekauft, halt im Coffeeshop, um das, mich halt dann dicht zu rauchen. Weil ich das halt einfach schon gewohnt war, so. Ich fand es einfach nice, meinen Kopf auszuschalten, mal nicht drüber nachzudenken. So Also du einfach. warst da schon täglicher Kiffer. Genau. Mit 18 nehme ich Auch jetzt vor mal der an. Arbeit. Teilweise vor der Arbeit Oh, auch. okay, ja. Das ist natürlich Ja. dann. Na gut, weiter. Aber im Endeffekt, es war eine chillige Arbeit, weil ich einfach da rumgesessen habe, den Leuten geredet habe, einkaufen war für die, gekocht habe. Ich bin ein guter Koch, so. Und dann habe ich auch gekifft, da immer meine Nudelaufläufe so gezaubert. Und die haben auch alle gesagt, es wird Koch für uns und so. Also ich war schon, ich wurde Beliebt. schon immer auf der Arbeit gemocht, so. Ja, dann war noch eine Mitarbeiterin, der habe ich auch erzählt, als kiffe. Und das war halt so eine, die kam damit klar, so eine Jüngere. Und meinte, ich kiff auch ab und zu mal. Ja. Einfach mal so nebenbei. Ja, dann war ein Jahr ungefähr vorbei. Das war nicht ganz ein Jahr, weil ich dann zur Schule musste. Und dann bin ich auf die Gesamtschule wieder zurückgegangen jetzt, um Abitur zu machen. Also mein Ziel war, Abi zu machen. Auch auf Empfehlung meiner Mutter. Ja. So, dann habe ich da angefangen. Das war im Jahr 2020, war das. Da fing auch Corona an, oder? Dann war das. Genau. Okay, ja. So, dann war ich da die erste Zeit relativ gut in der Schule. Hab gute Noten eingeschrieben, so im Dreier-, Zweier-Bereich. Dann fing es mit Corona an, dass man Online-Unterricht hatte. Ja, und das war der Untergang. Und das war der Untergang. Und vor allem, dass ich hier hingezogen bin, in diese Stadt, wo ich aktuell wohne, das ist für mich, hat irgendeine magische Energie, dass man hier abkackt. Also ich kenne so viele Leute hier, die komisch sind. Und ja, das ist wie im Film hier, ehrlich. Ein bisschen wie Ghetto. Ja, so kann man es sagen, aber irgendwie hat es noch was Besonderes, als ob hier der Teufel mit sich wohnen würde oder irgendwas. So energiemäßig, man. Also, Also aber oder. es ist irgendwo vergiftet. Genau, vergift toxisch so. Toxisch. Ja, Ja. toxisch ist vergiftet, ja, genau. Vielleicht liegt es auch einfach an meiner Wahrnehmung, dass ich da auf Amphetamin so täglich konsumiere seit ungefähr, ja, war mich hingezogen Ende 2000. Manuel,
Wir sind jetzt gerade da gewesen, 19. 2020. Du bist jetzt. Ende 2019 bin ich da hingezogen, Ja. zum Stadtteil. Und dann fing es ja 2020 an. Und dann, als der Online-Unterricht kam, fing es so langsam an. Also ich habe damals auch halt Gras geraucht. So, ich hatte immer auch meine 20 Gramm da. Und habe auch ein bisschen auf klein halt das dann Vercheckt. abgegeben an ein paar Leute. Ja. Und dann war ich im Park, das ist direkt um die Ecke von meiner aktuellen Wohnung, die ich hier habe, beziehungsweise die meine Mutter hier hat. Ich habe halt mit der zusammen gewohnt immer jetzt. Und ich kriege jetzt auch demnächst eine eigene Wohnung. Also Samstag kriege ich die eigene Wohnung. Das hört sich alles so krass an, aber das passt jetzt alles, trifft alles irgendwie zusammen gerade. Buddy, Das ist voll krass. du warst Weiß gerade nicht beim warum. Park. Du warst im Park. Was ist die Parkgeschichte? Ja. Boah, ich schweife irgendwie so ab. Warum ist das so? Ja, ich hole dich immer wieder zurück. Also Park. Was mit dem Park? Ja, so, dann war ich im Park. Da habe ich halt die ganze Zeit meinen Joints geraucht, meinen tollen Spot, wo ich halt mal gechillt habe. So, dann laufe ich da durch den Park. Auf einmal sehe ich so, ja, so einen sehr dünnen Typ mit seiner Frau und Kind, dachte ich erst. Mit so einer Brille. Ganz anständig sah er eigentlich aus. Hat einen Vollbart zwar gehabt, eingefallenes Gesicht halt. Meinte so, ey, hast du was zum Rauchen und so? Meinte so, ja, habe ich. Und dann hat er gesagt, ja, mach mal 25,3. Habe ich gesagt, ja, kein Problem. Dann meinte er, ja, komm kurz zu mir mit. Warte mal, 25 € für 3 Gramm. Genau. Okay. Meinte er, komm zu mir mit kurz. Und ich dachte mir halt, ist mit seiner Frau da und mit seinem angeblichen Kind. Da wird ja nichts passieren. So, dann gehe ich in seine Wohnung. Alles sauber. In seine Wohnung seid ihr gegangen. Genau. Okay. Also von seiner Frau die Wohnung, aber der hat halt da drin gewohnt auch. Ah, und du hattest noch ein bisschen was auf Tasche. Ich wohne ja direkt am Park, Ah, deswegen bin ich okay, kurz nach gut. Hause gegangen. Okay, verstehe, Habe ich jetzt nicht erzählt, aber dann bin ich nach Hause gegangen, habe es kurz geholt und der hat mir halt die Adresse dann genannt. Wir haben halt Nummer ausgetauscht. Erstmal im Park. Zu der Adresse hingegangen, es war auch direkt um die Ecke. Also es ist auch hier in Stadtteil, man ist alles so nah beieinander. Das ist krass. Bin ich da hingegangen. Die Wohnung war sauber. Die Frau war da die ganze Zeit am Putzen und sah auch ziemlich fertig aus, so, die war abgemagert. Ja, und dann habe ich ihm das gegeben. Der hat mir das Geld gegeben, ganz normal. Der war richtig korrekt, ne? So, ich dachte, boah, krass. Auf einmal sagt er, willst du eine Line ziehen? Und was ich gerade noch nicht erzählt habe, damals habe ich schon mit 14 einmal eine Pep-Line gezogen. Das war auf dieser Schule in Essen. Das habe ich vorhin angefangen zu erzählen. Das war so mit so einer Mitschülerin. Ach ja. Genau. Die war halt da auf der Straße so mäßig voll halt am Start und kannte da auch jeden gefühlt. So ein Assi-Vibe halt. Oder wie nennt man sowas? Wie würdest du sowas nennen? So die eine, die halt auch Drogen nimmt, mit jedem möglichen Typen rumfickt. Naja, So, keiner, so gibt es halt viele letztendlich eine arme bei Seele. uns. So. Eine arme Seele, ja, eigentlich schon. Na klar, weil wenn sich eine Frau, sage ich mal, so anbietet, so verschiedenen Männern, ist das ja eigentlich ein Schrei nach Liebe. Weißt Ja. du? Und sie versucht mit ihrer Körperlichkeit, mit ihrer Sexualität diese Liebe zu bekommen, die sie anscheinend in Kindheit und Jugend nicht bekommen hat. Aber das ist natürlich eine Sackgasse. Das ist ja nicht so. Weil die Männer missbrauchen sie ja für ihre körperliche Ja, die hat mir Befriedigung. auch Stories erzählt, irgendwie, dass sie schon am Spielplatz vergewaltigt worden ist und so. Und dass sie angeblich mit 10 Jahren Heroin genommen hat, was ich nicht geglaubt habe zu der Zeit. Und jetzt auch noch nicht glaube. Aber die hat halt schon Pep gezogen damals, die war 15. Heile genommen, Gift. Und die hat mich halt ein bisschen da reingezogen auch. So, muss ich ehrlich sagen, eigentlich schon, das war ehrlich so beeinflussend für mich. Weil dann einmal, ich habe mal so Falschgeld bestellt. Was heißt Falschgeld? Sondern es war kein echtes. Da waren so halt so, wie heißt das, so Muster drauf, dass halt Falschgeld ist, ne? Aus irgendeinem China-Shop für 100 Dinger kosten irgendwie 10 Euro. iOffer hieß damals der Shop. Und da habe ich das bestellt und war dann an der Bushaltestelle, habe das mit so rumgeprallt mit dieser Lea, diese Freundin. Hab da so rumgeprallt mit. Auf einmal kommt da so eine ältere, dickere Türkin an.
beziehungsweise die war Mitte 20, hat sich herausgestellt. Und sagt so, ey, wo habt ihr so viel Geld her und so? Dann meinten wir, ja, sagen wir nicht und so. Dann habe ich aber irgendwie dann doch gesagt, das ist Falschgeld, habe so gezeigt. Und ja, diese Lea kam halt mit der direkt klar. Und die meint so, sollen wir einen kiffen? Und dann sind wir dann in der Stadt halt mit der gefahren, das andere. Haben dann da einen gekifft. Und dann hatte sie auch eine Bude da gehabt. Das war auch um die Ecke von meinem damaligen, also in Essen noch, als wir in Essen gewohnt haben. Ja, dann haben wir da in dieser Bude gechillt, Joints geraucht. Und da habe ich auch mit 14 das erste Mal Pep gezogen. Mit 14 das erste Mal Pep. Ja, genau, das war in der siebten, achten Klasse. Oder ja, achte, siebte, achte Klasse. Auf dieser Essener Schule, so. Damit ich ein bisschen den Plan habe. So, und pass auf jetzt. Und jetzt bist du bei dem Typen in der Wohnung, paar Monate, Jahre später, und der bietet dir deinen Pep an, nachdem du ihm das Gras verkauft hast. Ja, und dann habe ich das gezogen und das ist ein Pep war geisteskrank. Also, das war richtig nice. Ich habe mich gefühlt, als ob ich die alle Macht der Welt War hätte. es vielleicht Christel? Ja, Crystal Speed gibt es ja auch. Ich weiß ja nicht, in diesen Pasten heutzutage auf der Straße, was da alles drin ist. Kann auch Badesalz drin sein, theoretisch. So. Ja, ist halt auch so, oder? Was Ne, hast du? pff, keine Ich Ahnung. weiß. Ich habe meine letzte Line Christel 2007 gezogen. Ja, viele sagen halt einfach, die ziehen Speed, aber was meinen die mit. Also da ist ja nicht, da ist ja klar immer Amphetamin drinne, Ja, also aber. Speed ist ja ein klassisches Amphetamin und Crystal ist halt Methamphetamin. Das ist eine ganz andere Ja, klar. Hausnummer. Das ist Ja. ja 10-mal stärker oder Oder so. mindestens. Genau. Aber okay, also du bist bei dem Typen, du hast die Leine Und ja, was ich auch weggerotzt mal und die war sagen der Hammer. wollen würde, ich würde auch gerne mal Crystal ziehen, weil ich feiere halt die Wirkung von Amphetamin richtig und würde auch mal gern statt irgendwie da mich 3 Tage durchzuziehen mit Lines und mir so viel Pep reinzuballern, würde ich auch gerne einfach Crystal ziehen und dann halt so direkt so wach bleiben. Ich weiß gar nicht, wie ich sowas reinscheppern würde, ob man da nicht so ein Herzkasper direkt bekommt oder so. Also, es ist eine, also dir deine Aussage kann ich jetzt natürlich nicht unkommentiert lassen. Ja. Ich rate dir natürlich ab, Crystal zu ziehen, weil wenn du einmal, gerade wenn du schon so ein Amphetamin-affiner Typ bist und einmal Crystal ziehst, wirst du drauf hängen bleiben. Das verspreche ich dir. Und ja, also ich kann dir nur sagen, also eine normale Line, 0,1 Gramm, sage ich es mal, aber das, also die Hälfte davon, 0,05. Als Erstkonsument bist du 3 Tage unterwegs. Das ist krass. Ja. Ich habe auch von Leuten gehört, die sagen, es gibt so manchmal gute Paste, wo du eine Line ziehst und auch 3 Tage davon unterwegs bist. Aber ich glaube, das stimmt doch nicht, oder? Von Amphetamin. Keine Ahnung, also ich denke, das Ja, okay. Amphetamin, was man hier so hat, das ist natürlich Ja, auch. also hier ist eher, ich würde sagen, hier mein Umfeld, wo ich wohne, ist eher so Amphetamin mäßig bekannt und nicht Crystal, weil das gibt es eher dann wirklich nur im Osten so. Naja, in Leipzig, genau. Aber ja, mittlerweile gibt es bestimmt hier auch Okay, bei zurück zur den Main Story. Also du hast die Line weggerotzt und das war der absolute Brüller. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann braucht ich halt mehr. So, und der war der Einzige, den ich kannte, der sowas dann hatte. Und der hat es mir für 1 Gramm für 15 Euro verkauft damals noch. Das 15 war noch Euro, nicht 1 mal. Gramm. Genau, es war noch nicht mal ein ganz Gramm, es war 0,6 oder so. Ist Heißt, der für hat mich Pep der. bisschen viel. Oder? Ja, sehr viel, sehr viel, sehr viel. Und der hat mich voll ausgenutzt und auch voll viele andere Leute ausgenutzt. Ich bin in die Wohnung reingekommen, ich dachte mir, okay, die gehen arbeiten oder so. Nein, die haben die ganze. Also der hat den ganzen Tag zu Hause gechillt, seine Frau war arbeiten. Der macht irgendwelche kuriosen Geschäfte, verkauft seine Klamotten und was weiß ich. Und Pep? Und Pep, ja. Voll drauf. Ja, zieht jeden Tag irgendwie seine 5 Gramm weg oder 3, keine Ahnung, also oder mehr sogar. Das war ein richtiger, der ist immer noch ein richtiger Junkie. Ja, der wird auch noch in der Geschichte richtig zu meinem Problem. Der ist jetzt auch noch ein Problem von mir. Aber das wird auch bald geklärt werden, weil der hat mich auch von meiner Hausfirma abgefangen und hat mich geschlagen. Der hat mir na also meine Nase gebrochen. Wow. Ist das ein Typ, Ja. der Eindruck macht, oder ist das eigentlich jemand, Der hat eine dem er. Aura. Der hat eine sehr schlechte Aura. Manche sagen, die Hunde.
von denen haben Angst vor, also die haben gebellt, also nicht Angst gehabt, sondern die haben angebellt, wenn die den von der nächsten Straßenseite gesehen haben. Und der ist wirklich, also man hat auch direkt Respekt vor ihm. So ein, einfach eine Aura. Man denkt so, der ist, keine Ahnung. Und der ist auch charismatisch, der kann sehr gut reden, verkaufen, ne? Ist halt voll in seinem Film dann. So ein typischer Narzisst auch. Peter fragt gerade, welche Konsistenz war das Pep denn? War das so pastig? Ja, es war nicht so bröselig, wenn man es aufschmiert, dass es so irgendwie da Es war halt auch, eher, dass es irgendwie eher. kleiner geht mit der Zeit, sondern wo man denkt, da wären Tabletten drin, sondern es war richtig schön, passte und hat richtig auch nach hochwertigem Ampfe so gerochen auch. Ja, dann habe ich das dann halt ein paar Mal gekauft so. Ich hatte halt zu der Zeit Taschengeld und weil ich ja keinen F-Stop mehr gemacht habe, habe ich mir das dann ab und zu gegönnt. Aber dann wurde es auch knapp mit dem Geld. Und dann musste ich bei dem schnorren so. Und dann war es Und denn bin da halt extra Abhängigkeit bei und ihm bin halt drin. nur da zum Chillen gegangen, halt, um da allein zu bekommen. So. Aber was ich ja mit der Zeit immer mehr gemerkt habe, der Typ ist nicht ganz korrekt. Der hat ist komisch. Der ist geisteskrank. Ich will mit sowas nichts zu tun haben. So. Weil auf einmal sagt er so, ja, irgendwann werde ich auch mit deiner Mutter mal reden, Jonas, und werde dir sagen, was der Sohn so Scheiße macht. So, als ob der irgendwie so mein Erzieher wäre oder so. Weißt du? Na, der hat Macht ausgeübt auf dich. Genau, als ob ich ein Soldat wäre, so. Der hat auch mein Kollege, den ich auf dieser Gesamtschule kennengelernt habe, ein Käferkollege von mir. Ach so, ich habe so viel vergessen, ne? Apropos Schule, jetzt kommt gerade eine Frage zur Schule rein. Können wir das kurz mal Ja, machen? klar. Kurze Frage an Manuel. Prozentual, wie viele Schüler in der 7. oder 8. Klasse nahmen auf seiner Schule Drogen, abgesehen von Alkohol und Zigaretten? Boah, das waren wenige. Also auf all meinen Schulen generell wenige, außer auf LFSM, also auf dieser die Frauenschule, also dieser Nonnenschule damals, würde ich sagen, viele, weil da waren echt so reiche Junkies. Ja, und zu der Zeit, meine Kollegen haben akzeptiert, dass ich kiffe, aber mehr auch nicht. Und da muss ich sagen, mit den Kollegen habe ich eine richtig krasse Zeit durchgemacht, weil wir haben halt aufgenommen, Musik, Rap-Musik, haben da gekifft, gesoffen halt und dann immer uns getroffen am Wochenende und dann aufgenommen. Und es war halt einfach eine coole Zeit, wirklich. Das sind gute Kollegen gewesen. Das waren so vom Ostblock die Jungs, also russisch-polnische Kollegen. Ja, und dann haben wir da aufgenommen. Und seit ich hier wohne, jetzt in Gelsenkirchen, habe ich nichts mehr mit den Leuten zu tun, weil alle denken, ich bin zum übelsten Junkie geworden. Ich habe mein Leben verkackt jetzt, weil ich einfach mich tot konsumiert habe oder mein Gehirn schon abgestorben ist. Aber Hawatzki ich würde. fragt gerade, hast du noch Schulden bei dem Typen? In dem Sinne hatte ich Schulden, ja. Der hat mich jetzt geboxt, weil ich Schulden hatte. Oh, Habe ich ja okay. erzählt. Das war Ja. ja mit diesen Nasen. Nasenbruch. Genau. Boah. Ich muss das mal alles irgendwie geordneter erzählen. Wir Buddy, meinen pass Tag auf, ist voll entspann gesammelt, das ist dich. Nee, so. alles gut. Es ist der erste Stream heute. Wir haben jetzt noch gute Ja. 10 Minuten. So viel wird es jetzt auch nicht mehr werden. Also dann bleibt. Wow. Ach. Ich finde, das ging ja echt wie im Flug vorbei. Ja, klar. Paar Fragen jetzt noch. Gab es auch sexuelle Übergriffe? Peter, wie meinst du Nein, das? In der Schule absolut nicht. oder? Nee. Also nein. Das war halt so, der war halt bekannt in unserem Stadtteil hier. So, der hat an Kinder verkauft auch. Dem war alles scheißegal. Der war wirklich einfach, der hat seine Frau geschlagen. Später ist seine Frau auch abgehauen nach Österreich. Lass uns mal einen Namen für den Typen finden. Wie wollen wir den denn nennen? Santino. Santino. Das ist ein offizieller Pseudonym. Der heißt nicht so, der hat sich so selber genannt. Santino. Okay. Santino. Okay, und Ich sag jetzt Santino. ganz rauskommen. Ja. Ja. Und Santino ist ein. Der hat mich geboxt vor meinem Wohnungstür. Und meine Nachbarn sind alle Rentner und haben keine Ahnung davon, wie scheiße das ist.
wenn sowas passiert. Und mein Stiefvater hat es gesehen, meine Mutter ist so enttäuscht von mir, dass ich auf die schiefe Bahn hier geraten bin. Weil ich so einen Typen kennengelernt habe. Und dann kam noch ein Typ dazu, weil da war, sind immer voll die Filme passiert bei diesem Typen, Santino in der Wohnung. Wir haben so einen Typen getroffen, ein alter Freund angeblich von dem. Der hat dann mit dem gechillt mit uns, hat Pep gezogen und gesoffen. Und der war richtig betrunken. Der hat bei diesem Santino, der angeblich so krass ist, Sachen abgezogen. Also Klamotten, weil der hat ja Klamotten verkauft, gefälschte. Und hat die geklaut, ist dann abgehauen damit. Und dann, wir waren halt seine Soldaten und mussten ihn jetzt zurückholen, also die Klamotten zurückholen. Wir sollen ihn abstechen gehen und so. Und wir auf Pep voll drauf, wollten ihn halt richtig jagen. Und ich habe da zum ersten Mal gespürt, boah, geil, ey. So, der hat das uns quasi abgezogen. Jetzt ficken wir den. Wir sind mit Messern rausgegangen. Und ich habe dann irgendwie so gemacht, boah, wenn ich ihn gleich sehe, stech du, und so richtig Filme gemacht. Und dann habe ich erstmal das gecheckt, dass eigentlich, Ihr gerade ja, jemanden umbringen wolltet. genau, das war voll krank. So, das hat mich gar nicht Aber das gejuckt. finde ich gerade echt heftig. Also dieser Santino, ja, Ja. hat anscheinend ein ziemliches Charisma, Ja. ist so ein Demagoge, der es schafft, Leute, junge Leute unter seine Macht zu kriegen. Und Narzisst, typischer Narzisst, mehr glaube ich auch. Narzisst ist was anderes. Also er, naja gut, er könnte narzisstisch sein und missbraucht euch für seine Geschichten. Und ja, und er hat eine Schizophrenie. Ich weiß nicht, ob das durch Speed hervorgerufen ist, gibt es ja auch, ne? Also, wie nennt man das nochmal? Speed-Schizophrenie, oder? Eine Psychose meinst du, ja. Ja, Psychose, genau. Auf jeden Fall hat er belegt, der hört Stimmen. Der hat auch so eine Medikamente. Die sind richtig stark. Ein Kollege hat genommen. Und der ist davon fast, also der kam gar nicht mehr klar darauf. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber das waren richtig starke gegen Schizophrenie. Auf jeden Fall hat er die nicht genommen, hat nur die ganze Zeit Pep gezogen, weiterhin, obwohl er das hatte. Hat Gras geraucht die ganze Zeit noch dazu. Hat nichts anderes gemacht, außer Spielo gespielt am Handy. Spielt jetzt auch noch die ganze Zeit Spielo. Also ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich leicht also automatensüchtig war, weil ich öfter in der Kneipe gechillt habe. Ja, und da habe ich ihn auch mal getroffen um 7 Uhr morgens so in der Spielothek. Sagt auf einmal so zu mir, lange nicht mehr gesehen und so, weil wir zwar nach diesem Schlag auf die Nase. Meint so, ey, ich weiß, wie wir Geld machen können und so. Und dann wusste ich einfach schon, ach halt deine Fresse, das, was für Geld machen. So, mittlerweile, ich denke mir, ich will den Typen einfach boxen. Ich will ihn jetzt noch auf Schmerzensgeld verklagen, auf jeden Fall. Ist mir scheißegal, auch wenn der so krass angeblich ist. Ich glaube das nicht, der ist ein Junkie. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel über den noch reden, weißt Ja klar, du, glaube der Stream heißt ja auch letztendlich, Corona hat mich drogenabhängig gemacht. genau. Um das Thema jetzt nochmal zurückzubringen, damit auch das nochmal im Titel da auch so ist, wie es angegeben ist, damit die Zuschauer nicht irregeführt sind. Es war halt einfach die Zeit, wo der Unterricht, das war kein Unterricht mehr für mich, weil man zwar online, ich musste, keiner hat mich geweckt, um zur Schule zu Genau, gehen, du, ich zum. kann das absolut verstehen. Ich bin auch ein Typ, der braucht Struktur, der braucht auch, also ich hätte nie, Genau. also ich habe ja studiert auf einer Hochschule, Ja. was ein verschultes Studium ist mit Stundenplan, weil auf einer Uni, das hätte ich nie hinbekommen. Das selber zu organisieren, selber dahin zu gehen, das, ne, genau. Nee, also war echt scheiße und ich war gefühlt 3, 4 Mal im Online-Unterricht und danach nie wieder. Und dementsprechend sahen meine Noten auch aus und meine Fehlzeiten, weswegen ich jetzt auch von der Schule geworfen worden bin. Das war im November letzten Oh, Jahres. Scheiße, okay, sorry. Und seitdem war ich dann 4 Monate zu Hause, habe halt weiterhin gezogen. Dauer drauf. Genau, habe auch eine Freundin zu der Zeit kennengelernt. Das war auch Konsumiert die? die konsumiert das leider auch, ja. Scheiße. Leider wegen mir auch. Das Ach, ist auch vorher nicht scheiße. und durch die Beziehung zu dir hat sie es auch angefangen, Pep zu ziehen. Ja, leider. Beschissen. Ja. Aber es ist, wie es ist, so.
Jetzt eigentlich sieht es gut aus, weil ich kriege jetzt die eigene Wohnung halt. So, meine Freunde denken, ich bin voll abgekackt, hier mit so einem alten 30-jährigen Typ zu chillen. Ich bin Beziehungsweise 45. 40 schon, glaube ich. 40 schon. Ich bin 45. Ja, ich meine jetzt ja nicht, das ist ja nicht, kein, ist ja kein Alter. Ich meine jetzt Ich einfach weiß schon, so was du meinst. mit so einem 30-jährigen Junkie, so, der ist ja Naja, nicht, also mit. man steht ja mit so Kollegen in seinem Alter Ja, wir können ja normalerweise. mal ein Wort dafür finden mit einem Kriminellen. Mit einem Kriminellen, mit. Ja. Ja, der war jetzt kein richtiger Gangster, der hat voll dieses Minigeschäft gemacht, die ganze Naja, Zeit gut, Minus Buddy, gemacht. aber wenn ich Fake-Klamotten verkaufe und Pep an Kinder, dann ist das schon Ja. kriminell. Ja, klar, aber dann in Spielu alles verzocken. Ja, klar ist der kriminell, ist hochkriminell, der Mann. Und Boah, der eigentlich muss hat man ja Abstand von solchen Leuten nehmen. angeblich 7 Jahre lang im Knast gewesen. Weiß ich, ob es stimmt, hat auch ein paar Tattoos so angeblich gehabt aus dem Knast. Ja, vielleicht möchte mein Kollege auch kurz was dazu sagen. Das Heftigste ist, dieser Typ, der die Klamotten abgezogen hat bei dem, der hat das bei so einem Typen versteckt in der Wohnung, das auch hier in Gelsenkirchen ist. Ich schaue es einfach jetzt mal so raus, wie es ist. Hast du vorhin schon? Einfach real. So, ihr wisst jetzt, wo es ist. Auf jeden Fall, der Typ hat Asperger-Syndrom. Und die Wohnung hier ist so ausgenutzt worden von jeden möglichen Leuten, von Jugendlichen aus ganz Ruhrgebiet gefühlt. Aber auch von mir muss ich sagen, als ich drauf war, das war echt eine schlimme Zeit hier. Und als Santino dann die Wohnung nicht mehr hatte, ist er auch hier hingekommen und hat ihn gezwungen, hier einzuziehen und so. Also ganz krank Scheiße. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was ich jetzt gerade Ja klar, erzähle. ich bin nur schon dabei. Also ich finde, wir haben jetzt viel über Santino geredet. Und das Ja, ist auch. genau. Naja, Moment, das Reden wir ist. mal über die Wohnung Nur. hier. Das sind Stopp, stopp, stopp. richtige Junkies, Moment, wenn Moment, es so. Moment. Buddy, Ja. ich rede jetzt. Sorry. Wir sind ja schon fast am Ende. Ja? Ja, Und ich sorry. finde, das könnte man fast so stehen lassen, weil was ich eigentlich bemerkt habe, ist, dass diese Santino-Geschichte bei dir ein großes Thema ist. Ja? Sehr Und groß. sehr groß. Und da würde ich mich eigentlich gerne mit dir weiter drüber unterhalten im nächsten Stream dann. Aber erzähl noch mal. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Weil ich habe heute Morgen auch einen Anruf von einem Kollegen bekommen, auch aus Zufall. Der hat es auch durcherlebt hier. Der ist ein Kollege auch aus Gelsenkirchen hier. Und der ist halt immer nach Horst hier gekommen, hat mit uns gechillt und hat alles mit mir durcherlebt. Mit dem habe ich erstmal auch MDMA genommen. Und dann hat er mir erzählt: Ey, du hast dich so kaputt gemacht. Ich bin jetzt mal nüchtern und betrachte das mal so. Und Santino, der hat unser Leben auseinandergenommen. Wegen dem bin ich jetzt auch quasi süchtig danach. Ist auch natürlich meine Schuld, aber naja. Aber ich will gerne im nächsten Stream mal über diese Wohnung hier erzählen, die hier auch ist und die einfach so ausgenutzt worden ist. Also, und solche Wohnungen gibt es ja auch öfter, wo einfach Partys gefeiert werden, wo jeder reinkommt, weil alle drauf sind. Also das ist Genau. auch krass. Ich will, also pass auf, ein paar Tipps jetzt noch von mir, meiner Seite. Ja. Schau dir den Stream im Nachgang nochmal an. Dann Ja, merkst du nämlich auch, wo dir Sachen einfallen, was du vielleicht tiefer erzählen solltest, etc. etc. Heute war erster Stream, man ist aufgeregt und so weiter und so fort. genau. Aber Ich war auch nicht allein hier in der Wohnung. Ich bin auch gerade bei diesen einen naja, sehr gut. Junkie-Wohnung. Und Ja. Deswegen. dein Leben klingt sehr interessant. Da gibt es noch viel, viel zu erzählen. Und wir machen auf jeden Fall einen zweiten Stream. Willst du gleich das Datum wissen? Willst du gleich dir das eintragen? Ja, gerne. Weil wenn wir jetzt ja einmal live sind, weil die Stunde ist jetzt vorbei. Und ich merke einfach, es gibt so viel zu erzählen, mein Lieber. Und da würde ich gern weiterreden. Ja? Ja, ich auch. Nächstes Mal dann wirklich mal nüchtern auch und nicht so lange wach wie jetzt. Ich war jetzt 2 Tage Ja, wieder wach. du bist ganz schön durch. Ich habe es am Reden gemerkt, ja. Ja. Naja, kein Ding. Und dann auch die Aura von zwei Personen jetzt zu spüren, so ist auch nicht gut. Ich habe ihnen erzählt halt so richtig, dass ich heute im Livestream dabei bin und so. Pass auf, mein Lieber. Ja. 24.02. 24.02. Ja. 19 Uhr. 24.02. 19 Uhr, okay, ja. Ja, das sind 3 Wochen, weil bis dahin ist alles schon voll und ich habe auch noch eine Woche Urlaub dazwischen. Ja, passt Und perfekt. also ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, es gibt super Feedback hier aus dem Chat, aus dem Stream. Das hast du gut Ja, gemacht. Das hast du aber gut gemacht. Es ist noch, ich es habe gar ist, nichts gelesen bis jetzt. ja, empfehle ich auch nicht, weil das lenkt nur ab. Okay. Du, für das nächste Mal, bau dir eine Chronologie zurecht.
Ja, Ja. oder nimm dir ein Thema, über das wir reden. Es war heute ein bisschen links, rechts, geradeaus und zurück, Ja, ja. komplett. Ich hoffe, man hat so grob verstanden. Ich Man hoffe hat jetzt es nicht, dass verstanden und unfair. letztendlich muss ich dir sagen, ich lerne ja mit solchen Telefonaten ja auch Menschen kennen und darum bei so einem ersten Stream ist das völlig legitim, wenn das ein bisschen durch Ja. den Wald geht. Muss sagen, manchmal ist meine Persönlichkeit rausgeschimmert, so die ich jetzt eigentlich vermitteln wollte, auch hier. Manchmal auch nicht. Und das ist scheiße, finde ich jetzt, weil eigentlich wollte ich das richtig cool machen. Aber Du hast das cool gut, gemacht. vielleicht Du ist ja hast cool das cool geworden. gemacht, mein Kann ja Lieber. sein. Du hast das cool gemacht. Du musst dir keinen Kopf machen. Es war alles okay. Community war dabei. Wir haben momentan 25 Zuschauer. Das ist gut. Ja. 26 jetzt. Du hast das super gemacht. Also, und es freuen sich viele Leute schon auf den zweiten Stream. Das machen wir unbedingt. Und zwar am Das freut 24. mich. Das freut mich. Ja, dann ich habe es mir auf jeden Fall eingetragen. Ich hoffe, ich denke dran. Genau. Also ich werd dran denken. Ja, das kriegen wir schon Dass ich hin. mir auch nochmal einen Ich schreibe dich auch Kalender nochmal an aufmache. und so. Ja? Ja, das wäre am besten. Genau, mein Lieber. Dann ist das jetzt deine Minute, um ein paar Props rauszulassen an mich und die Community. Ja, an dich erstmal. Ich feiere deine Videos extrem. Ich gönne mir die jeden Tag. Fast habe ich mir die jeden Tag gegönnt. Und das ist einfach chillig. Ich liebe einfach diese Themen. So, das ist einfach, was mich begeistert, weil das ist ja mein Leben gewesen. Was mich auch schockiert. Und gerade dieses Schockierende ist auch wieder so interessant daran. Ja. Und ich feiere deinen Kanal. Mach weiter so. Man sollte mehr darüber aufklären. Ja. Sonst habe ich eigentlich nicht mehr wirklich viel Okay, zu sagen. das ist. Ich freue mich, dass ihr euch freut auf mich. Ja. Nächstes Mal werde ich da ein bisschen besser reden. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, dass jetzt dann nicht die ganzen Daten, die ich genannt habe, irgendwie auf mich schlecht zukommen werden. Das war es eigentlich von meiner Ja, so Seite. viel war es ja nicht. So viel war es ja nicht. Ja, Gut, so viel ich war's. muss noch kurz eine Frage hier im Chat beantworten und zwar zu meinem Interview mit Tim Gabel. Ich habe Ja. heute. Ich rede jetzt gerade zur Community. Ja, ich weiß, aber das interessiert mich auch blendend, weil Tim Ja. Gabel, das habe ich gehört. Ja. Ich dachte mir, krass, Ja, mit genau. Tim Gabel im Podcast. Genau, also Heftig. ich hab das Produktionsteam von Tim Gabel heute mal angeschrieben und habe gefragt, wann der Stream oder wann der Podcast mit mir kommt. Das wird noch Ja. ein bisschen dauern, weil die erstmal so für ein halbes Jahr vorproduzieren. So habe ich es verstanden, um dann jeden Sonntag eine Folge rauszuknallen. Also ich kann es euch nicht sagen, wann der Podcast mit mir kommt. Wir lassen uns überraschen. Okay, Heftig. mein Lieber, du bleibst noch kurz in der Leitung. Ich würde jetzt den Stream beenden. Okay? Okay, ja. Ja? Also, meine Super. Lieben, das war ein Hammer-Stream. Das war der liebe Manuel, der uns von seinem Leben berichtet hat und der kommt auf jeden Fall wieder. Das war eine sehr, sehr interessante Geschichte. Donnerstag haben wir, ich schaue gerade mal nach, was Donnerstag ansteht. Ja, da kommt Chris wieder. Das wird auch sehr interessant. Und Sonntag ist Toni zu Gast. Also, meine Lieben, ich wünsche euch was. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.